definitiv nicht Generation Europa, zumindest nicht von der Geburt an, aber in einem anderen Sinne. Nein. Helmut Brandstätter, ich sage das ganz offen, du warst einer der Inspirationen, warum ich auch Journalist geworden bin. Es gab eine sehr schöne Sendung, die hieß Auslandsreport, zu einer Zeit, wo es eben noch nicht selbstverständlich war. Und die Brücke war wirklich ein, wir haben Kandidatinnen und Kandidaten, die sagen, das ist eine Selbstverständlichkeit, die wir bewahren müssen. Und Kandidatinnen, die sagen, wir wissen, wie es vorher war und haben das miterlebt. Und ich freue mich auf 2 Minuten zum Thema Wirtschaft und Helmut Brandstätter, bitte. Ja, danke, Nick. Eigentlich, was du sagst, das müsste ja so sein, wer schon ein bisschen länger da ist, darf auch länger reden, weil er mehr erlebt hat. Ja? Und da würde mir einiges einfallen. Aber ich möchte mit einem Dank beginnen, mit einem Dank, liebe Freundinnen und Freunde, dass ich hier sein darf, nämlich hier in dieser politischen Familie. Das war vor 4 Jahren nicht selbstverständlich. Habe auch mit mir gerungen, auch mit meiner Familie, ob ich das machen soll. Und bin aber heute sehr dankbar. Hatte damals das Privileg der Wildcard und jetzt komme ich drauf, das war gar kein Privileg, weil solche Ereignisse und der Felix hat es zuerst auch gesagt, sind wirklich großartig, weil es auch mich jetzt wieder motiviert und weil ich wirklich uns allen sage, das, was wir hier erleben und auch miteinander austauschen, das müssen wir in diese nächsten Monate mitnehmen. Und das machen wir bitte alle miteinander. Und weil auf dem Zettel ist ja gestanden Wirtschaftswunder. Nein, Wirtschaftswunder werden wir in 4 oder 5 Jahren keines erreicht haben. Aber ich habe ja auch hier die Chance gehabt, im Parlament Sprecher für Forschung zu sein. Es gibt großartige Forscherinnen und Forscher, auch Einrichtungen hier in Österreich. Und die Zusammenarbeit in Europa klappt ja schon gut, aber sie könnte noch viel besser sein. Es geht zweitens um das Thema Handelsverträge. Ja, die gibt es, aber wir haben noch zu wenige. Und in Österreich wird das auch sehr provinziell gedacht. Da müssen wir viel Überzeugungsarbeit leisten, führt auch gleich zum dritten Punkt, nämlich Klima. Natürlich wird auch Wirtschaftswachstum, das wir ja noch immer wollen, auch damit zusammenhängen müssen, dass wir es klimafreundlich machen. Und das können wir aber auch etwa mit Ländern, mit Brasilien und Argentinien, nur dann aushandeln, wenn wir auch faire Handelsverträge mit ihnen machen. Und natürlich auch das Thema Bürokratie ist angesprochen worden, der Stefan hat es auch angesprochen. Das heißt, es gibt viele große Themen, aber auch die kleineren Themen. Und noch eines möchte ich dazu sagen, sei mal bitte auch nicht überheblich. Ich habe dem neuen Staatssekretär Turske damals gesagt, wenn es geht um Digitalisierung der Verwaltung, fahr nach Kiew, schau dir dort an, die sind weiter als wir. Er ist zurückgekommen und hat gesagt, ja, du hast recht gehabt. Und das gilt für andere Bereiche auch. Wir können in Europa noch viel lernen, aber wir müssen es gemeinsam machen, die Vorteile abbauen, die Spaltung endlich beenden, die anderen wollen. Und wenn wir das miteinander machen, schauen wir in 5 Jahren ohne Wunder trotzdem viel besser aus. Danke.